Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die, die Gefährten. Natürlich wie immer mit dabei der Schnitzel und der Max. Servus beim Morgensport. Entschuldigung, ich habe die Runde gebrochen. Müssten, glaube ich, seid ihr noch zu Hause? Ja, wir sind zu Ja, wir Hause. sind zu Hause. So, ich bin unterwegs. Ja, der Kicks ist unterwegs, ich hol Clay. Der Kicks ist noch Ja, klar. unterwegs. Der muss noch nach Hause kommen. Der Max ist zu Hause, ich bin zu Hause. Wir haben gesagt, wir bleiben jetzt zu Hause, bis der Kicks da ist. Der Kicks muss ich ja dann, glaube ich, auch noch ausleeren, ne? Und Oh ja. wenn er das gemacht hat, dafür nutzen wir die Nacht. Und dann werden wir am nächsten Tag, ja, da haben wir noch Zeit dafür, in die Stadt aufbrechen. In das Städtchen, in dem ich in der letzten Folge noch war. Und werden da ein bisschen looten. Und ach, der Max kommt auch raus. Jetzt habe ich den Deckel vor der Nase zugemacht. Ja, als allererster Hinweis: Flagstone Treppenpokal. Der kommt noch. Aber die Folge kam ja vom heutigen Tag an gesehen, ja auch erst am Freitag. Also von vor 4 zwei, Tage. drei Tagen. Heute ist Montag, Max. Und Freitag kam die Ja, Folge. ja, ja, ja gut. 3 Tage. So, 3 Tagen. Das heißt, wir wollen euch noch ein paar Tage dann Zeit geben. Also die Tage sind dann natürlich schon rum jetzt, wenn die Folge raus ist. Aber ein paar Tage mehr Zeit geben, um vielleicht noch die ein oder andere interessante Schreibweise von Flagstone Trapper zum Besten zu geben. Und wir haben da schon einige sehr, sehr interessante Schreibweisen gesehen. Und es kristallisiert, also mit jetzigem Stand, denke ich, kann man schon sagen, dass wir so einen leichten Favoriten haben. Ja. Ja, und der Favorit wird dann auch natürlich den Flagstone Trappen Pokal hier in unsere Base bekommen. Der Max hat ja gesagt, er baut einen. Max, hast du denn schon Die einen Schnauze. Entwurf dafür? Die Schnauze. Nein. Aha, der Max Bin hat mal. ich noch nicht dazu gekommen, aber. Ja, ich habe schon eine Idee. Ja, das war mir klar. Der Max hat bei sowas immer schnell eine Idee. Muss man dazu sagen. Und das ist jetzt nicht irgendwie so lächerlich gemeint, sondern das meine ich echt positiv. Auch wenn die Ideen manchmal. Also, aber Max, es darf schon ein Pokal sein, der ins Auge sticht, aber. Ja, ich reiß mich zusammen. Ne? Also jetzt nicht extremst übertreiben, okay? Na gut, So, ich fäll ich erst gebe mal mein das Bestes. Holz, was hier rumsteht, in unserem Clayloch. Ja, auch wenn man in unser Clayloch Bäume gepflanzt hat. Ich gehe im Holz kloppen. Naja, bin ich ja quasi auch. Ja. Dass ich erstmal Clay dann nicht schaufeln kann. Wir brauchen Ich habe nur noch 29% Sprit. Läuft bei dir, Kicks. Und ich habe eine brutalst lange Reise heim. Ja, bald Und läuft ein. der Keks. Oh. Ein Ein Abfall. A. Hä? Ja, da war es schon zu spät, deswegen habe ich gleich aufgehört. Da war ich schon über Nicht den los. Abhang drüber. Ach ja. So, man muss ja sagen, Kix und Max waren ja krank, ne? Waren. Sind. Und Kix und Max sind immer noch krank. Also das ist ja Wahnsinn. Man muss sich das Oh. Ganze jetzt mal folgendermaßen vorstellen. Ich möchte die Situation mal kurz beschreiben, als die beiden gerade hier auf Discord kamen, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme. Ich habe mich noch mit zwei anderen Jungs unterhalten und dann kamen die beiden rein und ich so, hey ho, ihr zwei und alles klar. Und dann kam als Antwort zurück Max in etwa so, hey und Kicks. Gut, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder so viel wie, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock. Oder mir geht so scheiße, ich habe überhaupt keinen Bock. Ich habe dann auch gefragt, habt ihr Bock? Als Antwort kam dann von Kix in etwa so, Und von Max, ja, geht schon. Ressourcen sparen. Ressourcen sparen, ja. Insofern ist es dann am Ende jetzt so, dass Max dann irgendwann gefragt hat, fangen wir dann an. Und Antwort vom Schnitzel war in etwa so.
Also ich habe mich dann auf das gleiche Niveau herunterbegeben. Ja. Aber schlussendlich ist es jetzt so, der Kicks macht schon wieder Spaß. Kaum noch Sprit. Es ist 18.19 Uhr. Es läuft. So, und der Schnitzel ist fleißig am Clay schaufeln. So, und dann gibt es ja Neues zu Alpha 16. Wir haben es gerade auch schon mal angesprochen. Offizielle Meldung, ich selbst habe sie nicht gelesen, ich habe es mir nur sagen lassen, ist wohl, dass die Alpha 16 Mitte März erscheinen soll. Und ich denke, da sind wir uns... Ne, Mitte März wurde mir gesagt. Ende. Also gegen Ende März ist angepeilt. Gut, ja. Ende März ist angepeilt, dann halten wir das so fest. Aber ich denke, wir sind uns einig, wenn wir sagen, wir rechnen eher mit Mitte April. Ja. Also das heißt, ein paar Wochen müsst ihr uns in der Alpha 15 noch ertragen. Und dann wird es wieder Neustart geben. Neustart. Das heißt, wir werden so langsam aber sicher nämlich dann auch in die Planungen gehen für die Alpha 16. In die tieferen Planungen. Wenn man das so bezeichnen kann. Oh mein Gott. Oh shit. Planung. Verdammt. Das ist ja eher... Nee, da ist Clay auch dabei. Ich habe mal eben schnell 1, 2, 3, 4, 5, knappe 6.000 Clay. Ja, gut. Kann man mal machen. Ich habe 15, 17.000 Holz. Kann man mal machen. Wenn es um Planung geht, bin ich der Planer. Der Planlose. Nein. Niemals. Ich bin nie planlos. Naja, also wenn es tatsächlich so ist, dann versteckst du es zumindest ganz cool. Was meinst du? Ich will dir nicht mehr am Ende sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Oh, scheiße, Hannibal, was ist los mit dir? Er hat zu viel Zeit zum Serien schauen. Ja, die letzten 3 Tage schon. Da hatte ich so viel Zeit, dass ich schon gar nicht bewusst, was ich schauen soll. Dann kommen dir solche Filme wie Sausage Party über den Weg. Ich finde die so lustig. Der teilt meinen Humor voll und ganz. Und du schaust vor zwei, die ersten zwei Filme Jason, also Freitag der 13. an und denkst dir da schon, what the fuck, das nennt sich Horrorfilm, da lache ich ja. Und dann kommt Sausage Party. Und danach denkst du dir nur, ich brauche einen Psychiater, ich brauche einen Psychiater, ich brauche einen Psychiater, was ist das für ein bescheuerter Film? Aber, das ist doch ein Kinderfilm. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe vorher ja nicht ein einziges Mal auf die FSK-Ding geschaut. Also ich habe keine Ahnung gehabt, dass der Film in Wirklichkeit ab 16 ist. Ich habe vorher nur die Trailer gekannt. Und jetzt stelle ich mir das vor. Jetzt guckt eine Mutter diesen Trailer und denkt sich, da kann ich mit meinem Sohn ins Kino. Sohn ist vielleicht so 10 Jahre alt. Ich glaube, dann wird sie spätestens an der Kasse, wenn dann da steht FSK 16, wird sie sich ein wenig wundern, warum dieser Film auf FSK 16 ist. Ach, das ist bestimmt ein Fehler. Wir gehen da trotzdem rein, ne? Ja, ja. Der Tier war danach vollkommen verstört. Der will nie wieder Würstchen essen. Was, weil wir das Thema gerade haben, was war denn euer, oder gab es für euch mal ein, ich nenne es jetzt mal Kinoerlebnis, den Film, wo ihr gesagt habt, um Gottes Willen, ich will mein Geld zurück. Es gab tatsächlich mal einen Film, da habe ich mich tierisch drin gelangweilt, aber der war so schlecht, dass ich selbst nicht mehr sagen kann, welcher Film es war. Okay. Und das ist eigentlich aber auch selten der Fall. Ich bin ja doch auch ein Filmgucker, wenn ich denn die Zeit dazu finde. Okay. Aber da war ich sehr enttäuscht. Kriegst du? Also wenn ich danach gehe, Krieg der Welten 2 war das, glaube ich, damals. Also der 1er, der war ja in Ordnung. Der ging. Und dann habe ich mich auf den 2er gefreut. Und habe mir, als ich den Film geschaut habe, so während des Kinos schon gedacht, what the fuck? Ich glaube, ich gehe jetzt da raus und verlange mein Geld zurück. Also ich... Meine Kumpels aber genauso. Wir haben alle den ersten Teil zusammen geguckt, wir haben den zweiten Teil zusammen geguckt. Und sind alle rausgegangen mit der Auffassung, das war der schlechteste Film, den wir jemals geschaut haben im Kino.
Also ich muss sagen, es gab bisher ja nur, Gott sei Dank, muss ich sagen, wirklich nur einen einzigen Film, wo ich wirklich dieses Gefühl hatte. Wo für mich wirklich der Punkt war, okay, wie kriegst du jetzt am besten dein Geld zurück? Und das, da war ich mit meiner Frau im Kino, zusammen mit meinem besten Kumpel und seiner damaligen Freundin. Und dieser Film hieß The Village. Das sagt mir irgendwas. The Village, läuft, ach so. Ja, genau. Es war der schlimmste Film für mich jemals überhaupt. Also so einen Rotz. Ich habe anhand des Trailers dachte ich mir, oder haben wir uns gedacht, boah, geil. Den Film geben wir uns. Der ist bestimmt Hammer. War da auch Hammer, scheiße. also das war so schlimm. Vor allem, es gibt für mich nichts Schlimmeres, wie wenn du in einem Film gehst, der ja angepriesen wird als Horror-Schocker. Ja. Also wurde er ja zumindest angepriesen. Und dann ist eine Story dahinter versteckt, die ich sag mal einem Drittel des Films in etwa aufgeklärt ist. Und alles andere ist dann irgendwie nur noch so Alibi-mäßig. Weißt du, dass ich halt 90 Minuten so ungefähr erfolgreich. Ja. Wahnsinn. Also ich war stinksauer. Mir hat das Geld echt gereut. Ich hab dann zu meinem Kumpel damals gesagt, weißt du was? Wäre besser gewesen, wir hätten das Geld versoffen. Ja. Dann hätten wir auch am nächsten Tag noch was davon. Das Schlimme ist ja, inzwischen ist ja so ein Kinobesuch, gerade wenn man mit mehreren Leuten hingeht, ja auch nicht mehr gerade kostengünstig. Ja gut, das kommt doch dazu. Und ich meine, wenn ich sehe, vor 10 Jahren oder was, da war ich fast wöchentlich im Kino, auf 2-3 Mal. Das kann man sich ja inzwischen fast gar nicht mehr leisten. Nee, kannst du nicht. Und da ist es dann eben wirklich schon arg ärgerlich, wenn man denn da in einem Film drinnen sitzt. Der hat arg gesagt. Was war denn überhaupt euer letzter Film, in dem ihr im Kino wart? Der letzte Film. Jetzt muss ich überlegen. Kickst du sie mir übrigens zu Hause? Ich kann es dir sagen. Da war ich mit meiner Tochter im Kino. Bei Bibi und Tina. Das war der letzte Film, wo ich im Kino war. Max, wie sie es anhört, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich kann's. Nee, ich glaube, ich war vor 2 oder 3 Jahren das letzte Mal im Kino. Ich wollte dir aufmachen. Warte, ich mach dann wieder zu. Kannst direkt durchfahren. Der letzte Film, den ich angeschaut habe, war mit meinem Bruder zusammen. Das war Star Wars 7. Aha. Also Episode 7. Ja, aber so, da jetzt mal die letzten Male, wo wir im Kino waren. Nee, warte mal, was war denn das noch? Ice Age waren wir noch im Kino, 3D. Mit meiner Tochter. Das war der letzte. Bibi und Tina war der vorletzte. Aber der nächste Kinobesuch steht schon wieder an. Okay, mit? Bibi und Tina, der nächste Teil. Also. ich bin ganz gespannt auf Fluch der Karibik 5. Ah, ich weiß nicht, irgendwie. Ich kann den Bösewicht sowieso schon nicht mehr für voll nehmen. Wo ich den Trailer gesehen habe, war schon aus bei mir. Ja, aber ich finde trotzdem, das ist irgendwie bei mir so eine Kultreihe irgendwie, die auch immer wieder geht. Ja, ich weiß auch, dass ich ihn garantiert wieder gucken werde. Das weiß ich zu 100%. Aber wenn der schon da reinkommt und sagt, bitte. Was ist denn das? Ja, das ist halt ein höflicher Schurke. Ja, total, ey. Weil wir dürfen unsere Manieren ja nicht verlieren. Ein höflicher Schurke. Natürlich, mein Bruder gibt mir wieder voll den Nackenschlag. Spoilert mich gleich mal komplett fast. Aber auch nur komplett fast. Ja, das, was er halt alles schon weiß, das hat er gleich alles rausgehauen. Das war noch völlig wurscht. Und das kann ich ja grundsätzlich nicht leiden. Wenn er in einen Film geguckt hat und ich sag nur noch, ja, ich gehe da in 2 Tagen ins Kino. Und er, geil. Auf das musst du achten, auf das musst du achten, auf das musst du achten. Denk ich mir, ja, dann erzähl mir gleich den ganzen Film, komm schon. Ja gut, da hast du Geld gespart. Ja, scheiße ist, wenn du die Karten schon vorbestellt hast und hast sie schon dahin. Das ist halt arg blöd.
Was sind hier mit Crossbow Bolt, Schematic Exploding und Shotgun Slug und Sword of Shotgun, Crossbow Schematic? Bitte, hä? Ja, das ist alles hier in der Kiste oben, in der Schmelzkiste. Achso, da musste ich mal gucken, was ich davon hab. Ja gut, Crossbow. Ja, lese alles, was Waffen ist, das gilt ja dich. Das andere ist ja Werkzeug, Max. Ja. Ich habe hier noch von 2015 vom Weihnachtswichteln aus unserer Klasse einen Kinogutschein rumzuliegen. Ewig nicht geschafft einzulösen. Okay. Ich wollte mir eigentlich Suicide Squad anschauen, aber da kam ich ja nicht rein. Warum? Da fehlt noch was vom Alter. Den habe ich daheim. Weiß Bescheid. Hab ich nicht zwischen. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Ich bin zu Hause. Ah! Ich frag lieber nicht. Ich wollte auch kurz hoch. Was denn? Wir brauchen doch Wege. Ja. Keiner hat gefragt. Keiner hat gefragt, was. Knappe 50.000 Holz habe ich jetzt mitgebracht. Ja, ich habe auch nochmal so 20.000 ungefähr mitgebracht dann. Plus den Clay. Ah, sortieren. Dieses Lager ist so unglaublich groß. Ja, ich weiß. Ja, nur zum Meckern. Ja. Ich weiß nicht, wo ich mich. Ja, wir können es ja noch woanders hinbauen. Ist ja kein Problem. Wir können es auf die Garage oben drauf bauen. Ja, dann hast du mal so einen weiten Weg. Ah ja. Das Ganze. Ich hab die Lösung. Ist überhaupt kein Problem. Kix zieht jetzt um. Ich wieder, ne? Wir verwenden sein Zimmer. Ja. Aber ich wieder, ne? Ja, Max zieht ja auch um. Ihr kriegt ein Doppelzimmer, also quasi. Um Gottes Willen. Na, weil Schnitzel zieht um. Nö, ich mecker doch nicht. Ihr seid doch die meckern. Ach, jetzt ist mir schwindelig. Vor Laune meckern, ne? Ja. Zu viel Blut abgezapft. Kannst du mir deinen fetten Arsch herausbewegen? Danke. Kicks. Magnum Muni wollte ich bloß mal kurz dran erinnern. Echt? Wo ist eigentlich meine Magnum? Keine Ahnung. Wurde die schon repariert inzwischen? Und wir haben ja noch eine Chemistry und eine Workbench. Na gut, Chemistry nach unten, Workbench, ja. Stell dich in meinem Zimmer auf. Ja, oder wir stellen sie rüber in die Werkstatt. Ich meine, wir haben drei Stück, sozusagen. Ach so, nee, den Weg zum Abgang, den werde ich mal noch nicht... siehst du, den müssen wir auch noch fertig machen, ne? Ja. Ja. Da legst du die nieder. Bevor gleich was sagt, dann gleich, ja. Aber haben wir jetzt wieder das Öl? Was ist denn das Öl? Das Öl. 37 Fleisch habe ich gefunden. Cool. Kannst du mir gleich geben. Ich schmeiß es mir mal hier ins Kabinett. Gut, passt. Ah, warte. Und dann kannst du das vorher auch noch schnell abkochen. Das was? Das Animal Fett. Zu was? Hallo? Ihr kommt zurecht? Ja. Ja. Wieso? Ich frag nur. Nur so. Dann ist er gut. Ach so. Hab ich gedacht, das würde irgendwas Schlimmes. Ach ja, Body Water. Was ich ja total verschwitzt hab. Was denn? Was waren diese Nacht? Super Bowl. Ja. Ich hab's total verpennt, ey.
Am nächsten Tag kommt nur Super Bowl-Gewinner Atlanta, was glaube ich. Atlanta hat gewonnen. Hä? Was will er? Ich merke schon, jeder von euch brennende Interesse. Ja. Mich hat es mal mehr interessiert, ja, mittlerweile eigentlich gar nichts mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber waren Atlanta nicht die, die verloren haben in letzter Sekunde, in der Verlängerung? Stimmt. Nur so, ich habe zwar keine Ahnung davon, aber... Ja, ich sage, ich hab gar nichts mitgerichtet. Ich habe nur irgendwas gelesen und bla 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 und bibabo und Scheißdreck. Das Einzige, was ich kenne, was jetzt so aktuell Super Bowl ist, ist... Das ist auch der einzige, glaube ich, den ich so ziemlich in der ganzen NFL kenne. Ich weiß zumindest, dass das Ding NFL heißt. Ist Tom Brady. Das ist der einzige, der mir was sagt. Ja. Ja. Genau. Das war's dann aber auch schon. Ja, damit hört's dann auch schon auf. Na, wenn ich mir das ab und zu gerade in der Winterpause jetzt, wo Fußball zu Winterpause hatte, ich Sonntag Football eingeschalten habe. Und ein bisschen was angeguckt habe. Ich kann die zwei Mannschaften auseinanderhalten. Und aber sobald es dann dazu geht, wenn sie anfangen zu spielen und der Schiri wirft die Flagge. Und da ist jetzt. Und der Trainer richtet sich auf deswegen. Und ich stehe nur da. Warum? Wieso? Weshalb? Und dann siehst du, da hat ihn ein bisschen am Trikot gezupft. Das ist faul. Ja. Dann denke ich mir, ja. Kein Sport für dich. Ja, genau. Das hört sich an. So, da wird es dann noch weitergehen. Zum Abgang hin. Also ich muss jetzt alles halt noch mit Cobblestone dann auf, ausgefüllt werden. Ne? Mhm. Würde dann da jetzt quasi weitergehen zum Abgang zum einen und nochmal... hier rüber zur Ausfahrt. Hm. Sozusagen. Hm. Das heißt, beispielsweise könnten wir ja auch, siehst du, wir wollten ja noch hier in dem hinteren Bereich, wo die Zombies beim letzten Mal gespawnt sind, ja auch noch bebauen, ne? Ja. Ach ey, wann soll da man könnte das zum Beispiel Lacher reinhauen. Ja, jetzt ist halt die. Jetzt muss man halt dann tatsächlich sogar sagen, was ist jetzt. Was macht man jetzt am geschicktesten? Ne, da hinten hätte ich eine Bar hingebaut, unsere schöne Terrasse mit Bar und so. Ja, oder das stimmt, das hat man ja beim letzten Mal schon. Eben, jetzt ist aber halt die Frage. Theoretisch können wir doch bestimmt noch irgendwo im Haus einen Durchbruch machen. Und dann quasi den Platz, den wir hinter dem Haus haben, als Lager. Wie willst du das jetzt machen? Ja, vielleicht hier, wo die Workbench drin steht, wo die Treppen hochgehen. Zwei rausgeschlagen, dass da eine Tür reinkommt. Das ist so ein kleinen Flachdachanbau nach hinten, Max. Ja, genau, dass da dann quasi eben nochmal die, ja, was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ungefähr nach hinten, denn rundum Lager wird. Weil das Haus grenzt ja quasi nicht direkt an die Mauer an. Nee, rundum würde ich nicht machen, weil du hast ja die Fenster auch noch. Ja, nee, nach hinten raus, aber wer schaut auf die Mauer? Kannst du aber Skischwatten einmachen. Ist ja egal, es geht ja um das Gesamtbild des Hauses. Ja. Also welchen Lager noch, wenn wir noch ein Lager bauen wollten oder sonst irgendwas, Max, ne, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Da haben wir noch genug Platz. Also wenn wir uns jetzt anfangen, uns Gedanken zu machen über den Platz, wo könnten wir denn noch ein Lager hinbauen, um Gottes Willen? Wir haben ja keinen Platz. Ich wollte ja gerade sagen, die Burg ist ja so klein. Echt, ey, wir haben viel zu klein gebaut. Mann, Kevin, schönen Gruß, du hast eine Fehlplanung gemacht. Nein, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte ist, wir haben zwei Varianten jetzt eigentlich, weil die Frage ist halt, bei der nächsten Horde spawnen uns die Drecksviecher wieder hier drin, haben wir ein Problem. Erneut ein Problem. So, wir können aber auch auf gut Glück hoffen, dass die eben nicht hier drin spawnen.
Dann heißt es, wenn wir auf gut Glück hoffen, dann steigen wir aufs Moped und fahren looten. Wenn wir allerdings sagen, hier könnt vielleicht auch ein bisschen oder wäre vielleicht besser, das erst zu bebauen, zumindest den Grundstock zu bebauen, dann fahren wir später erst looten. Oder aber wir verkürzen unsere Loot-Tour einfach. Ja. Dass wir definitiv an Tag 48 zurückkommen und 48, 49 noch ein bisschen bauen können. Zur Sicherheit. Ja, theoretisch, es muss ja nur bebaut sein, ne? Ja. Zur Not machst du einfach über eine Fläche Woodframes drüber. Musst du aber verstärken. Nein. Doch. Die spawnen eigentlich nicht auf diesen Frames. Okay. Ich war der Meinung, du musst sie verstärken. Aber gut, das wurde mir oder war halt so meine Meinung, was mir mal gesagt wurde. Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, den Fall hatten wir ja noch nie, dass sie in unserer Ding gespawnt ist. Vorher, außer so, jetzt in die ja, LP. Genau. Du hast Munition nochmal angestellt, Kix? Ja. Bestimmt nicht. Okay, hat er nicht. Genauso wie er mich verlinkt hat. Ich habe dich verlinkt, heute bist du verlinkt. Ja, heute. Bei dem letzten zweimal habe ich es nicht gespeichert. Anscheinend. Munition, Keks. Bin du schon dabei? Muss ich hoch? Ja. Natürlich, du brauchst hier Bullet Tips, du brauchst Bullet Casings und du brauchst Gunpowder. Okay, wieder runter. Ne, wieso? Das ist doch hier oben. Ah. Na, also wo ist denn die Waffenkiste und Munitionskiste? Sind überhaupt noch welche drinnen? Ja, natürlich. So hört es sich ungefähr an, wenn unser Bahnhofszug durch die Arbeit läuft. Ja. Und spätestens nach der nächsten Horde sollten wir vielleicht gucken, dass wir dann auch so langsam wirklich mit den Bauarbeiten allgemein fertig werden. Also sprich, Glas noch einsetzen am Gewächshaus müssen wir. Wir müssen den Abgang noch, das Häuschen noch machen, wobei das wird relativ schnell gehen, denke ich. Ja. Gut, die Wege hier müssen dann noch fertig werden. Schlussendlich. Ich habe im Übrigen mal zwei Kisten noch gecraftet für. Ne? Mhm. Ja. Fürs Looten. Mhm. Dass ihr Bescheid wisst. Mhm. Ich tank sogar schon mal die Minibikes. Wunderbar. Achso, 3 Gunpowder, deswegen kriege ich nur so wenig raus. Ich sehe ja ein Licht am Ende des. Kicks, dein ganze Ding ist ja noch voll. Dein ganzer Korb? Ja, mein ganzer Korb ist noch voll. Eieiei, wie wollen wir denn da looten gehen, wenn unser Korb noch voll ist? Max, da kannst du mal herkommen, da hat doch die Guest Station drin. Was, die Guest Station? Ja. Ja, die ich kaufen sollte. Also, vom Händler. Ob und wie ich die aufstelle, glaube ich, das sehen wir aber mal in der nächsten Folge, darf ich langsam sagen. Was? Ja. Wie? Sonst kommen wir hier in Überlänge. Der Max meinte so. Ich weiß aber nicht, ob wir das in der nächsten Folge sehen. Vielleicht sehen wir es ja auch gar nicht. Vielleicht hat sie das Schnitzel versteckt und vielleicht auch nicht. Nein, hat er nicht. Aber der Max hat recht. Wir werden das in der nächsten Folge sehen. In diesem Sinne. Ich denke, wir machen heute abschließend noch ein Codewort. Ja, weil dann soll es damit auch erstmal wieder genug sein. Würde ich sagen, habt ihr super gemacht. Und zwar, Codewort ist genau. Und Topfpflanze. Topfpflanze? Ja. Topfpflanze. Codewort ist Topfpflanze. Aber normale Schreibweise.
Topfpflanze ist das Codewort. Ab damit in die Kommentare. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und das letzte Wort hat der Kicks. Servus. Auf Wiedersehen.